Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seine erste Testspielniederlage in der Saisonvorbereitung kassiert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Freitag zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Zell am Ziller gegen den Zweitligisten 1. FC Köln mit 0:1, 0:0. Simon Terodde, 67., erzielte das entscheidende Tor für den Bundesliga-Absteiger. In die Bundesliga-Saison startet Werder am 25. August, 15.30 Uhr, mit dem Nordderby gegen Hannover 96. Schon am 18. August, 15.30 Uhr, steht im DFB-Pokal beim Regionalligisten Wormatia Worms das erste Pflichtspiel der Saison an. Stenogramm. Aufstellung: SV Werder, Pavlenka, 46. Plockmann, Gebrselassie, 46. Langkampf, Bargfrede, 63. Biste, Moisander, 46. Friedel, Keins, Möwald, Jacobsen, 46. Beimo, Wagner, M. Eckestein, 63. Mebom, Kruse, 63. Reschicker, Harnik, 46. Jägerstein, Aufstellung: 1. FC Köln, Horn, Bader, 46. Schmitz, Mehre, 63. Soblich, Tschichos, 76. Sörensen, Hector, 63. J. Horn, Özcan, 76. Lehmann, Clemens, 76. Risse, Schaub, 76. Nate, Hauptmann, 63. Cociello, Girassi, 76. Zoller, Cordoba, 63. Terodde, Tore, 1:0. Terodde, 68.